Also das Erste, vielleicht nicht das Wichtigste, aber das Offensichtlichste ist natürlich hier die Umgebung. Also das ist natürlich großartig zwischen den ganzen Oldtimern und Nobel-Autos. Die Location ist definitiv echt gut. Also ich finde die Location großartig. Bisher, also heute früh war auf jeden Fall die Welcome Experience, das habe ich auch getwittert. Also gute Runde, aktives Publikum, gute Fragerunde, gute Fragen, gute inhaltliche Fragen, also schönes Event. Was natürlich dann die wirkliche Substanz ist, ist es natürlich auch wirklich super, super erste Keynote, sehr viele gute inspirative Sachen da drin. Und dann die Workshops auch mit einer schönen Bandbreite, vieles sehr praxisnah, aber auch einige Sachen innovativ. So, ich glaube, dass hier jeder was mitnehmen kann und auch wirklich oft konkrete Ideen neben den weitreichenden Ideen. Ich mag vor allen Dingen sehr gerne dieses Konzept von mehreren Räumen, weil ich mir dann als Besucher total gut aussuchen kann, was ist denn eigentlich das, was mich wirklich interessiert und kann mir so ganz persönlich meinen Tag gestalten. Deswegen gefällt mir das Konzept sehr gut. Und ich war ja schon in sehr spannenden Vorträgen drin. Einen habe ich gerade selber gehalten. Ich mag die Menschen so vom Publikum her sehr gerne. Und ich glaube, dass es noch ein sehr spannender Resttag wird. Wir haben ja gerade mal Halbzeit. Schön. Ich fand das Live-Mitskribbeln gut und das nochmal zusammenfassen. Also Stefan, der ja mit die Sketchnotes gemacht hat, hat danach nochmal den Vortrag zusammengefasst. Fand ich gut. Coole Atmosphäre, macht Spaß, ist nicht so stressig wie andere Konferenzen vielleicht. Hohe Bandbreite von Praktikern, die einfach auch zum Thema was zu sagen haben, verknüpft mit einigen innovativen Impulsen. Geht mit einer offenen Haltung ran an die Themen, passiert so viel momentan, ihr könnt Sachen reingeben, ihr könnt von anderen lernen. Wenn wir irgendwie abblocken, weil wir meinen, wir wissen es schon, dann lernen wir gar nichts. Also offene Haltung. Eine gut organisierte Konferenz, die wichtige Themen anspricht. Gut organisiert, auf einen Tag herunter, auch zusammengebracht, was ich auch wertvoll finde, weil oft sind Konferenzen zwei oder drei Tage, ist dann doch schwer. Ich denke mir, hier hat man diesen einen Tag, wo wirklich alles kurz und bündig gut vermittelt wird. Ja, dann super, vielen herzlichen Dank und macht weiter so. Und 2019 habe ich gerade eben schon notiert. Was für ein Datum war es? Gestern in einem Jahr, glaube ich. Das war, glaube ich, der Merksatz. Also am 22. November. Freue ich mich.